Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch den ersten legalen Gift Card to Friends in GTA Online. Und das Beste an diesem Glitch ist, Leute, diese Fahrzeuge, die ihr bekommt, sind alles saubere Kopien. Hört sich doch mega cool an, aber Leute, dieser Glitch hat tatsächlich aber auch seine Nachteile. Aber dazu später. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Glitches in GTA Online. Also gut Leute, ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch müsst ihr erstmal PlayStation 5, Xbox Series X, X Spieler sein. Denn dieser Glitch funktioniert nur in der GTA erweiterten Edition für die Next-Gen-Konsolen. Außerdem Leute, müsst ihr LSK-Mitglied sein. Das bedeutet, ihr braucht diese Mitgliedschaft für $50.000. Und außerdem Leute, braucht natürlich einen Freund, der das Fahrzeug besitzt, was ihr gerne haben möchtet, und ihr braucht einfach Kapital bei diesem Glitch, also Geld, ne? Habt ihr das Ganze? Sehr gut. Ich würde sagen, kann man doch mal direkt anfangen. Als erstes seid ihr mit euren Freunden irgendeiner GTA Online-Sitzung, egal in welcher GTA Online-Sitzung, denn ihr trefft euch jetzt im LSK-Meet. Seid im LSK-Meet angekommen, Leute, bestellt euer Freund sich das Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet. Und ganz wichtig, Leute, euer Freund öffnet jetzt das Interaktionsmenü, geht es hier auf LSK-Meet, geht es runter auf Fahrzeugoption und scrollt hier ganz nach unten. Denn wir haben unten diese HWS-Option, das ist ja die neue Tuning-Werkstatt im LSK-Meet, und diese Option muss auf Ja stehen. Ganz wichtig, diese Option muss auf Ja stehen. Hat das Ganze und hat das Fahrzeug bestellt, was ihr gerne haben möchtet, gehen wir jetzt dahin und gehen zum Fahrzeug. Denn sobald wir hier an die Fahrertür gehen, werden wir gefragt, ob wir gerne das Fahrzeug haben möchten. Und klar, wir können jetzt hier auf Viereck gehen und können das Ganze für einen gewissen Geldbetrag kaufen. Und dieser Geldbetrag ist tatsächlich der Geldbetrag, was ihr theoretisch auch ausgeben würdet, um die ganzen Tuning-Teile zu haben. Und ja, das ist tatsächlich nicht ganz billig, je nachdem welches Fahrzeug ihr haben möchtet. Aber wir gehen hier auf mal Ja und wählen hier einen freien Garagenstellplatz aus, wo das Fahrzeug abgespeichert werden kann. Und wenig später, Leute, ist das Fahrzeug geliefert und wir bestellen es auch heute erstmal im LSK-Meet. Und ihr werdet sehen, Leute, dass ich jetzt genau, wirklich exakt genau das gleiche Fahrzeug habe wie mein Kollege. In diesem Fall ist es hier der Zyklon Part 2 oder sowas, dieses Elektroauto. Aber Leute, das ist ja nicht das, wo man sich jetzt interessieren würde, denn man interessiert sich ja eher für gemoddete Fahrzeuge. Und ja, Leute, genau mit dieser Variante könnt ihr euch auch gemoddete Fahrzeuge nehmen. Denn bei diesen, ich sag's mal, Kaufen der Autos von Freunden werden nicht nur die ganzen Tuning-Teile übertragen, sondern auch die Noch-Vierecken-Kennzeichen, die Formel-1-Felgen, die Bennys-Felgen, die Farbe. Es wird wirklich 1:1 kopiert. Und das ist schon mega cool. Klar, es kostet Geld, aber wiederum dafür ist es einfach eine saubere Kopie. Und eine saubere Kopie ist wirklich deutlich besser. Und das Beste ist, Leute, dieser Glitch, man kann es nicht einmal Glitch nennen eigentlich, ist ohne Verglitschen, ohne irgendwelchen komischen Modus, sondern einfach nur kaufen. Ne? Einfacher geht es nicht. Aber Leute, am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, dass dieser Glitch auch noch seine 1-2 Nachteile hat, und das stimmt auch tatsächlich, denn mit diesem Glitch könnt ihr zum Beispiel keine Waffenfahrzeuge von eurem Freund kaufen. Also wer sich jetzt hier gehofft hat, ey yo, ich kriege jetzt einen gemoddeten Deluxe von meinem Kollegen, ich habe ja genug Geld, um den zu kaufen, nee, geht leider nicht. Genauso mit Nightshark hier, wie ich es gerade im Video probiert habe, oder sonst irgendwelchen Waffenfahrzeugen. Oder der neue Lambo mit einem Waffen oben drauf. Das funktioniert tatsächlich auch nicht. Was mit diesem Glitch natürlich auch nicht funktioniert, sind zum Beispiel die Spezialfahrzeuge, Flugzeuge, also alles, was sowieso nicht in LSK mit rein kann. Denn ihr könnt mehr oder weniger nur das haben, was auch reingefahren werden kann, solange es kein Waffenfahrzeug ist. Deswegen für diese Fahrzeuge braucht ihr tatsächlich noch leider den richtigen Gift Cards to Friends. Natürlich werde ich die auch hochladen, aber ich wollte euch einfach diese Variante mal zeigen, denn ich glaube, diese Variante bzw. diese Möglichkeit, die Rockstar Games hier eingebaut hat, ist noch sehr unbekannt. Aber gut, Leute, das war jetzt alles zu diesem, ja, Gift Cards to Friends. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat und euch sogar gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.